Die Kyniker entwickelten Sokrates' Lehre von der Tugend weiter. Die Tugend ist das einzig Gute. Außer ihr ist zur Glückseligkeit nichts notwendig. Langhaarig und im Flausmantel zogen die Kyniker als philosophische Bettelmönche umher oder lebten wie Diogenes in einer Tonne. Wie Hunde, mögen sich die kultivierten Athener gedacht haben, zumindest weist der von Kyon, dem Hund, abgeleitete Name Kyniker darauf hin. Wegen ihrer kritischen Betrachtungsweisen sind sie die Namensgeber des Zynismus. Die sokratische Selbstgenügsamkeit und Geringschätzung der äußeren Werte bestimmen die Tugendvorstellung der Kyniker inhaltlich. Die Abbildung zeigt, dass für die Kyniker tugendhaft zu leben bedeutet, der Natur gemäß zu leben. Mit dem Feuer und der Kultur begann der Abstieg des Menschen ins Unrecht. Hingegen idealisieren die Kyniker Urmenschen und Tiere. Gegenüber der Natur mit ihrer immanenten Zweckmäßigkeit ist das Zufällige und Willkürliche von Staat und Gesellschaft ein Niedergang. Ihre Gesetze stehen gegen das eigene, als natürlich betrachtete Gesetz des Individuums. Die Gesetzesrollen, die Götterbilder, das Geld, das Schwert als Zeichen der Macht sowie das Feuer als Symbol der Kultur überhaupt stehen außerhalb des Kreises der wahren Tugend, da sie kein Teil von ihr sind. Dennoch setzten sich die Kyniker nicht für Anarchie ein, sondern hatten die Vorstellung von einem weltweiten, nicht-nationalen Idealstaat. Dieser sollte mit einer Art fürsorglichen Absolutismus ohne wesentliches Privateigentum, mit gemeinschaftlicher Kindererziehung, Frauengemeinschaften und freier Liebe einhergehen. Das Leben der Kyniker war entsprechend einfach und auf die meisten Genüsse verzichtend. Von Antisthenes, der 444 vor Christi als Sohn eines griechischen Vaters und einer thrakischen Mutter geboren wurde, stammt der Spruch: Lieber will ich verrückt sein als genießend. Erst spät wurde Antisthenes Schüler des Sokrates, nachdem er schon bei dem Sophisten Gorgias Rhetorikunterricht erhalten haben soll. Abgesehen von der Ethik beschäftigte er sich auch mit Fragen der Dialektik. Diogenes von Sinope ist wegen seines zeitweiligen Lebens in einer Tonne der bekannteste Kyniker. Er selbst soll die Bezeichnung Kyon nicht von sich abgewiesen haben. Jedoch sagte er, er beiße nicht wie die anderen Hunde, die Feinde, sondern die Freunde, um sie zu retten. In Korinth wirkte Diogenes als Erzieher der Söhne des Xeniades. Eine Anekdote erzählt, Alexander der Große habe ihn einmal besucht und dem verehrten Weisen die Erfüllung eines Wunsches angeboten. Daraufhin bat Diogenes ihn, er möge ein wenig beiseite treten, denn er stehe ihm in der Sonne.